back, and he takes them right to his back. And there is an injury to Ola. Ich denke, man erkennt wirklich, ob man etwas will, wenn man auch weitermacht, trotz allen Widrigkeiten. Wenn man dann die Bereitschaft hat, wieder aufzustehen und weiterzumachen, dann weiß man, man will es wirklich. Mein Name ist Peter Oehler. Ich bin Ringer der deutschen Nationalmannschaft und Spitzensportler bei der Polizei Baden-Württemberg. Ich komme aus einem kleinen Dorf in Schwarzwald und das Ringen ist hier ganz groß geschrieben. Einer der wichtigsten Punkte im Leistungssport ist definitiv die Selbstreflexion. Deshalb habe ich mir schon vor langer Zeit angewöhnt, meine Trainingsprozesse, Gedanken, Gefühle aufzuschreiben in einem wöchentlichen Trainingsbuch, um mich gerade in schlechten Phasen wieder daran erinnern zu können, wie es ist, wie ich mich gefühlt habe, wenn es gut läuft, um mich daran wieder hochziehen zu können. Meine erste große Verletzung hatte ich im Dezember 2018. Dort habe ich mir im Bundesliga-Playoff-Kampf das Kreuzband und das Innenband abgerissen. Habe täglich Physiotherapie bekommen und habe es tatsächlich geschafft, bereits nach 7 Monaten bei dem großen Preis von Dortmund mich in Szene zu setzen vor dem Bundestrainer und konnte tatsächlich einen sensationellen 2. Platz erringen und mir die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Nur-Sultan zu holen, wo es dann letztendlich um die ersten Tickets für die Olympischen Spiele in Tokio ging. Ich hatte mir in einem Trainingskampf 10 Monate nach meinem ersten Kreuzbandriss leider eine schwere Knieverletzung zugezogen und dabei habe ich sämtliche Muskel- und Bänderstrukturen abgerissen. Ich hatte zum Glück schon immer ein richtig starkes Umfeld. Ich habe eine tolle Familie, ich habe tolle Freunde, die haben mich wieder aufgebaut. Sie haben mich nicht alleine gelassen, haben mich ständig besucht und mir einfach nur gut zugesprochen und dafür werde ich ihnen ewig dankbar sein. Das einzige Handicap, was ich von der schweren Verletzung davongetragen habe, ist die Peroneusparese. Das bedeutet, ich kann meinen Fuß nicht mehr anziehen. Ich habe keine Stabilität mehr im linken Fußgelenk. Dann war es so, dass natürlich Corona dazu kam. Sämtliche Fitnessstudios hatten geschlossen. Ich habe das große Glück, dass ich auf einem Hof zu Hause bin, dass wir zu Hause ganz viel Platz haben, dass wir eine Scheune haben, die ich dann kurzerhand zu einem Kraftraum umbauen konnte. Why you upset like Cinderella teens? You should see the things I fit inside these denim jeans. I can't associate with y'all, this shit like ketamine. Ich musste mich zunächst mal gegen meine nationalen Konkurrenten durchsetzen, bevor ich überhaupt die Möglichkeit bekomme, auf ein olympisches Qualifikationsturnier zu gehen. Dafür hatte ich im Vorfeld genau ein Turnier, bei dem ich abliefern musste. Und ich habe tatsächlich bei diesem Turnier die Bronzemedaille gewinnen können. Bei der Weltmeisterschaft in Oslo 2021 habe ich meinen absoluten sportlichen Höhepunkt erreicht. Ich durfte um die Bronzemedaille ringen bei dem stärksten Turnier der Welt. Und auf dieser großen Bühne musste ich leider den nächsten Niederschlag hinnehmen. Ich habe mir während des Kampfes das Wadenbein gebrochen und das Syndesmoseband abgerissen, sodass ich den Kampf leider aufgeben musste. Aber am Ende einen 5. Platz verzeichnen konnte, was unglaublich war. Es wird Phasen geben, in denen es einfach schwerfällt, in denen man keinen Bock hat, in denen man sich nicht aufraffen kann. Aber das ist okay. Es sind immer Auf und Abs auf dem Weg zu der Spitze, auf dem Weg zu dem Traum. Ich habe nur noch einen letzten Anlauf, die Olympischen Spiele zu erreichen. Nächstes Jahr in Paris. Ich werde diese Zeit genießen. Und auf der anderen Seite werde ich auch alles dafür tun, um mir den Traum letztendlich verwirklichen zu können.